liebe Tuber, was habe ich heute für euch? Wir bauen eine Drohne, ein Quadcopter. Den hier habe ich von Hobby King und ist ein 250er Rahmen. Alle Bestandteile sind beigefügt. Die Besonderheit an dem hier ist, dass er später noch für ein FPV-System ausgerüstet werden kann. Dieses kommt, denn ich habe es schon hier. So sieht es aus. Und wie das zusammengebaut wird und in den Rahmen dann eingefügt wird, seht ihr in einem späteren Video. Denn das hier wird mein kleiner Racer. Und ich freue mich voll. Ja, soweit, so gut. Stellen wir das mal wieder kurz zurück. So. Nicht lange fackeln, fangen wir an. Was haben wir hier alles Feines? Hier habe ich jetzt mal alles vorbereitet. Wir haben hier die vier Füße, die letztendlich am Rahmen montiert werden. Wir haben hier für den ganzen Einbau, sprich für die Funksteuereinheit, für den Flight Control, schon mal die Aussparung. Hier wird dann letztendlich der Akku-Pack sowie das FPV-System, das ist hier schon mal die Montagestation dafür. Wir haben Gummi, Vibrationsdämpfer für das Gimbal, wir haben Abstandshalter, wir haben hier in dieser Tüte Distanzhalter sowie Unterlegscheiben und Schrauben. Wir haben hier nochmal vier kleine Schrauben mit einem groben Gewinde, ist kein metrisches Gewinde. Hier haben wir Muttern für, das dürften die hier sein, das sind M3 Schrauben und zwar eine ganze Menge von zum Fixieren. Und hier nochmal Schrauben, die etwas grober sind, aber nicht metrisch. Dann haben wir hier ein paar gläserne Propeller, die sind ziemlich weich, gut geeignet für hochdrehende Motoren. Ja, wir haben einen Schutz, der nachher verschraubt werden kann, entweder so oder so auf dem Rahmen, je nachdem wie es beliebt. Und würde ich sagen, ran ans Werk. The Drum. We'll be right back.
Kasten ist fertig. Jetzt heißt es, diese mit dem Rahmen zu verbinden. Und hierzu benutzen wir diese Montageplatten. Wenn ihr die übereinander legt, dann seht ihr auch schon, gibt es... Ja, mal gucken, wo das... Hier. Seht ihr das? Ja, das sollte jetzt so gut sichtbar sein. Übereinstimmende Löcher, mit denen wird das Ganze fixiert. Auf der anderen Seite ist genau das Gleiche. Verschrauben. Wo sind die Muttern da? Hierzu gibt es die selbstsichernden Muttern. Die benutzen wir jetzt. The drum. Ist der Rahmen vorbereitet und der Kasten. Jetzt heißt es, die miteinander zu verbinden. Ist auch nicht allzu schwer, kriegen wir auch hin. Wir hatten hier diese Abstandshalter mit den Unterlegscheiben und so weiter, die brauchen wir jetzt. So, dafür werde ich mal die Schrauben hier ein bisschen in die Ecke verfrachten. Und wir brauchen die Puffer. Die Gummierung. Das bedeutet nämlich, dass wir letztendlich das Ganze fixieren, also sprich hier. Ich weiß nicht, mit welcher Kamera man es besser sieht. Ich halte es mal in beide. Wir werden hier Stift durchstecken, das Ganze fixieren. Dann kommt der obere Rahmen noch dran. Und dann hat man schon eine kleine Dämpfung. Mit den Unterlegscheiben oben drüber, mit den Schrauben festschrauben. Dann ist das Ganze auch soweit fertig. Worauf wir hier nur achten müssen ist, bei diesen Gummis, ich setze das mal kurz hier rein. Bisschen mehr Licht vielleicht. Bei den Gummis hier sieht man das jetzt bestimmt nicht so gut. Diese Gummis, die haben so kleine, Riffel hier. Einmal hier und einmal hier. Die sind dafür da, dass die letztendlich mit dem Kopter zusammen agieren. Das heißt, die hier so reinfriggeln. Na gut, wenn man ein bisschen Fingernägel hat und so weiter, ist das bestimmt kein Problem. So, so müsste das dann aussehen. Seht ihr es? Hier drauf zu achten, dass die hier unten drin sind. So, die Puffer sind drinnen. Was wir jetzt machen müssen, ist das Ganze noch miteinander fixieren. Dazu gibt es diese Abstandshalter hier, die ich vorhin schon mal vorgestellt hatte. Da gibt es eine Unterlegscheibe und ein Schräubchen dazu. Das Ganze funktioniert denkbar simpel. Ich glaube, ihr kommt da drauf. Von der einen Seite wird das Ganze
eingelegt. Schön festhalten. Die Unterlegscheibe, na gut. Die Unterlegscheibe sowie die Schraube, die müssen jetzt noch gerade ein bisschen zusammenspielen. Soweit schon mal vor. Jetzt nehmen wir das Ganze und verschrauben es. Hierbei ein bisschen Druck drauf geben, damit ihr genug Reibung habt, um die Schraube anzuziehen. So, ihr merkt auch dann deutlich, wann ihr es geschafft habt. Jetzt habt ihr mit der einen Schraube jetzt gesehen. Nee, so wird das nichts. Hier vorne sieht man es vielleicht ein Ticken besser. Hier. Wenn ich von unten dagegen drücke, da ist genug Spiel. Aber schön gepuffert. So, Ausgangsbeleuchtung. Und das Ganze machen wir jetzt noch 7-mal. The Drum. Soweit fixiert. Es lässt sich angenehm verschieben, verdrehen, hat genug Spiel und hat einen Abstand. Das ist das, was wir wollten. Des Weiteren haben wir jetzt noch hier die Füße, die Adapterplatten sowie das Case für oben drauf. Was wir jetzt montieren werden, ist schon die Füße. Das Ganze steht. Diese Adapterplatten hier, die haben diese vier, ja, Stege. Und hierzu sind auch diese Schrauben, denn wenn ihr Motoren habt, je nachdem welche, also ich kann euch mal zeigen, welche bei diesem Modell jetzt verbaut werden, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Das sind diese kleinen. Es gibt natürlich auch noch andere, wie zum Beispiel diese hier. Und da ist der Unterschied natürlich dementsprechend. Also, wenn ich die hier dran bauen würde, hätte ich keine Probleme. Die könnte ich ohne Adapterplatte nutzen. Aber die sind sehr gewichtig. Also sprich, nicht für das, was ich haben will. Den effizienten und leichten Kopter. Dafür habe ich diese hier. Die stelle ich dann auch noch vor. Und bei denen ist es so, wenn ich die hier drauf montieren möchte, dann habe ich nicht das Lochmaß hier unten drinne. Und so benutze ich diese Adapterplatte und hier passen sie auch schon wunderschön drauf, als wenn sie dafür gemacht wären. Und diese Adapterplatte wird dann quasi noch so hier drauf geschraubt und dann hätten wir es.